Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Junge! Willkommen zum zu einem Infovideo. Ich habe gerade etwas Zeit. Zeit ist der gesät. Ich werde hier während dem Infovideo einfach meine letzten paar Thumbnails euch hier auch in groß mal präsentieren. Und weil die euch anscheinend doch sehr gut gefallen. Und da könnt ihr ein bisschen schmunzeln. Info Nummer 1. Auf dem Gameplay-Kanal findet ihr die erste Folge von meinem State of Decay Langzeit-Let's-Play. Ich habe es unten verlinkt, schaut mal rein. Es hat leider fast keine Klicks bekommen, weil es wurde blöd hochgeladen und dann war es instant direkt hinter allen anderen Videos, also gar nicht mehr auf der ersten Seite. Ja, das habe ich ein bisschen verhudelt. Schaut mal rein. Zweite Info, der Ton bei Fallout. Ihr habt es in der heutigen Folge, beziehungsweise in der gestrigen Folge, heute ist Dienstag, ich nehme für Mittwoch jetzt ein Infovideo auf. Da merkt man, glaube ich, schon gegen Ende, da war der Ton plötzlich im Arsch. Ich weiß nicht, was los ist, muss an Audacity anscheinend liegen, es hat einfach nichts aufgenommen. Ich habe am Stück ja, ich glaube, 1,5 Stunden aufgenommen und dann war da eine gewisse Zeit, so eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bei der Audacity einfach nichts gemacht hat, überhaupt nichts aufgenommen hat und später ging es normal weiter. Kein Plan, was da los war, ich musste auf jeden Fall den Ton der Kamera nehmen und das war richtig behämmert und ich habe mich aufgeregt und bla bla bla. Aber was soll man machen? Ich hatte einfach überhaupt gar keine Zeit oder Elan, das nochmal neu zu vertonen, weil ihr wisst ja, meine Zeit ist sehr, sehr knapp im Moment. Die dritte Info. Auf Facebook, die Werbegruppe wächst echt krass an. Ich weiß nicht, 550 Leute sind da jetzt schon drin oder sowas. Also, wenn ihr Werbung machen wollt für eure Videos und euren Kanal, kommt in die Gruppe und postet das da. Je mehr Leute drin sind, desto mehr sehen das. Ja, ist natürlich nicht schlecht. Dann einfach nochmal, damit ihr das wisst, zu meinem Zeitmanagement. Ich habe das größte Problem bei der ganzen Geschichte bin natürlich ich, weil ich ein ganz schlechter Zeitmanager bin. Ich bin im Zeitmanagement, was das angeht, sehr, sehr schlecht. Und dann prasseln. Noch hinzu kommt halt jeden Tag aufs Neue irgendwelche Sachen. Plötzlich bin ich hier und dort und weg und gar nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist es sauschwierig für mich gerade, den Uploadplan einzuhalten. Ich will zumindest mit Hängen und Würgen das so machen, dass etwas kommt an jedem Tag. Und ja, ich habe jetzt halt viel Fallout vorproduziert. Deswegen kommt Fallout jetzt auch gerade. Ist wie so eine Fallout-Woche. Dann habe ich noch ein bisschen Community-Kram und ich muss echt wieder ran, aber es ist einfach, es ist mir nicht möglich. Die Vorlesungen gehen so lang, ich bin den ganzen Tag eigentlich unterwegs und abends muss ich dann halt hier noch ein bisschen was schaffen. Ich kann mich da nicht einfach hinhocken und nicht aufs Klo gehen, ne? Geht alles in die Hose, ist blöd. Und deswegen, und wenn ich dann auf dem Klo war, gegessen habe, geduscht habe, hier ein bisschen aufgeräumt habe, noch andere Sachen erledigt habe und so, und dann hat man ja eh noch immer irgendwelche Aufgaben, Auto putzen, ich muss hier noch renovieren und hin und her, da ist kaum Zeit, noch irgendwas zu machen. Ja, wenn ich mich langsam eingroove und hier auch die wichtigen Renovierungsarbeiten und alles fertig sind, dann komme ich da ja auch wieder weiter voran. Bis dahin, guckt schön die Videos weiter. Ich arbeite an ein paar tollen Sachen. Ach, übrigens, Kaizo Mario wird weitergemacht, ne? Ich wurde in Facebook angeschrieben, ich soll es weitermachen. Tja, ich muss mein Versprechen einlösen. Schreit nicht so. Na, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt die Infos voll aufgesaugt in euch und habt etwas schmunzeln können über die Thumbnails, die ihr eben alle gesehen habt. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.